Hier ist Thorsten Legert, euer Casalaboy. Dschungelprüfung. Schüttel ich nur meinen Kopf, ohne Worte. Aber ich kann das aber nicht unkommentiert lassen. Ich habe auch viel Scheiße gebaut in meinem Leben. Aber ich habe eins niemals getan. Ich habe mein Team nie im Stich gelassen. Nie im Leben. Was Hanni sich dort erlaubt hat, ist einfach eine Frechheit. Eine tadellose Frechheit. Es geht darum, ja, wie er sich benommen hat. Und das geht mir auf den Sack. Aber richtig. Für mich in meinen Augen ist das ein ganz großer Selbstdarsteller. Wie er dann zu Sonja Zicklo und Daniel Hartwig gegangen ist, stellt sich hin und sagt, ich bin ein Star und holt mich heraus. Und lacht sich noch eins im Fäustchen. Willst du uns verarschen? Und dann machst du Hochleistungssport mit Terenzi und stellst dich dahin, ja, als wenn du dein Oberhochleistungssportler bist und kannst diese kleinen Pipi-Aufgaben nicht machen. Aber du bist das, was ich denke. Ein verweichtes Weichei bist du. Mir ist scheißegal, ob ich was auf die Fresse kriege, aber dazu stehe ich. Ich bin noch nie weggelaufen. Und noch was. Die Frauen haben mehr Arsch in der Hose als du. So, und das war's. Ich habe auch jetzt keinen Bock mehr auf dich. Ich werde dich auch nie wieder in den Mund nehmen. Egal was kommt, weil ich keinen Bock mehr habe auf dich. Weil du bist kein Mann, du bist ein kleines Mädchen. Mit so einem kleinen Pipi-Mann. Okay? Ciao, euer Thorsten. Tschüss.